Hallo und herzlich willkommen bei der D-Schule. Heute bin ich zu Gast im Restaurant Dregenschatz in Rotkreuz. Das ist ein sehr traditionelles chinesisches Restaurant mit hervorragendem Essen. Ich bin aber nicht nur hergekommen, um chinesisch zu essen, sondern auch, um die sprachlichen Unterschiede zu vergleichen. Seit 2012 unterrichten wir Deutsch für Fremdsprachige. Wir unterrichten so viele verschiedene Nationalitäten in der deutschen Sprache. Jede Nationalität hat so ihre Schwierigkeiten, Buchstaben oder Wörter in der deutschen Sprache auszusprechen. Passend zum Restaurant Dregenschatz hier in Rotkreuz nehme ich mal das Wort Frühlingsrolle unter die Lupe. Spanisch Sprechende rollen das R. Sie würden es also so aussprechen: Frühlingsrollen. Französisch Sprechende sagen das R weiter hinten. Sie würden es also so aussprechen: Frühlingsrolle. Englisch sprechende Schüler sagen es nochmal anders. Sie würden es so aussprechen: Frühlingsrolle. Aber die Chinesen sind am kreativsten. Sie ersetzen den Buchstaben R durch ein L. Sie würden mein Testwort also so aussprechen: Frühlingslollen. Machen wir mal einen Test. Dück, ich hätte gern die Nummer 10. Also das wäre dann einmal die Frühlingsrollen, ja? Wie bitte? Also, du hättest gerne die Frühlingsrollen. Jetzt hat er also Glück gehabt, so ein schwieriges Wort im ersten Versuch korrekt auszusprechen. Fantastisch, fantastisch. Dück, ich habe eine Frage. Wie viele Glückskekse hast du schon gegessen? Aha, so funktioniert das also. Ich würde dann gerne noch ein paar Glückskekse mit nach Hause nehmen. Danke, denn heute ist ja schließlich Freitag der 13. Da kann man viel Glück brauchen. Tschüss.